Herzlich willkommen direkt hier bei uns am Wasser. Wir sind unterwegs an einem großen Baggersee und ihr seht schon, es regnet wie aus Eimern. Unser erklärtes Ziel ist heute das Fangen von Karpfen. Allerdings sind die äußeren Bedingungen, wie gesagt, wirklich nicht ganz ideal. Wir sind Anfang des Winters unterwegs. Die Wassertemperatur liegt deutlich unter 10 Grad. Die Außentemperatur liegt auch deutlich unter 10 Grad und mittlerweile haben wir den dritten Tag in Folge Dauerregen. Wo die Routen hinkommen, welchen Ködern ich fische, wie der ganze See strukturiert ist und wie man im Winter auf Karpfen angelt, das möchte ich euch gleich zeigen, direkt unten am Wasser. Beim Angeln im Winter gibt es immer drei Punkte ganz zentral. Zum einen, dass ihr bei euch selber guckt, dass ihr genug Sachen mit habt, Wechselsachen bei habt, dass ihr schaut, dass ihr im Winter, wenn es nachts wirklich kalt wird und es friert, und das war die letzten Tage so, am besten auch eine Zeltheizung mit habt, damit es nicht zu kalt wird, und dicke Schlafsäcke. Beim Angeln gibt es zwei ganz wichtige Punkte. Ihr müsst im Winter darauf achten, dass ihr nicht zu viel Futter einsetzt. Und ihr müsst die Fische suchen. Im Sommer haben wir die Möglichkeit, dass wir die Fische aktiv auf unsere Futterplätze locken können. Das funktioniert im Winter bei Temperaturen unter 10 Grad nur noch ganz, ganz schwierig. Wir sind momentan bei einer Wassertemperatur von 7 Grad, die Außentemperatur hat 7 Grad. Und dann wird es ganz schwierig. Woran liegt das? Fische sind wechselwarme Tiere. Und bei wechselwarmen Tieren ist es so, dass sich der Stoffwechselumsatz bei fallender Temperatur des Außenmediums, also in dem Fall Wasser, drastisch reduziert. Kurzes Beispiel dazu. Frisst ein Karpfen bei einer Wassertemperatur von 25 Grad noch ein Kilo am Tag, reduziert sich der Stoffwechselumsatz um den Faktor 4. Das heißt, bei 15 Grad Temperatur nimmt er vielleicht noch 250 Gramm Nahrung auf. Momentan sind wir bei knapp 7 Grad. Das heißt, nochmal 10 Grad runter, bei 5 Grad wäre es dann so, dass ein Karpfen nur noch 70 Gramm Futter am Tag aufnimmt. Und wir, bei uns ist es momentan so, dass sie vielleicht 100 Gramm am Tag fressen. Mehr ist es einfach nicht mehr. Die Fische bewegen sich im Winter nur noch ganz, ganz wenig. Die stehen oft in tiefen Löchern da, wo es warm ist. Und halten sich da auch wirklich über Tage teilweise auf. Und genau da müssen wir angeln. Ich bereite jetzt gleich Futter zu. Und das ist in dem Fall wirklich nur eine Handvoll Boilies, ein paar Partikel und vor allen Dingen Trockenfutter, was nochmal stark riecht und ich die Fische damit anlocken kann in den tiefen Löchern, wo ich meine Ruten dann platziere. Das mache ich, das zeige ich euch gleich, welche Köder ich verwende, welches Futter ich dabei habe. Und dann geht's los, dann werden die ersten Ruten rausgefahren. Heute sind, es ist gerade morgens, Holger Höhner vom Biscuits TV ist bei uns im Camp. Unsere Routen haben wir über die Nacht liegen gehabt. Wir haben schon gut gefangen, wir haben große Fische fangen können. Wir haben Fische gehabt von 25 Pfund, wir haben Fische gefangen bis über 40 Pfund in den letzten Tagen. Aber Angeln im Winter ist extrem. Und wie ihr da erfolgreich angelt, das zeige ich euch jetzt im weiteren Verlauf des Angeltages hier. Ja, hier seht ihr jetzt eine Montage, die ich bei meiner Winterangelei einsetze. Die unterscheiden sich gar nicht so viel von den Montagen, die ich im Sommer verwende. Das sind auch Festbeinmontagen, also Boltwigs, die ich einsetze, ein Safety Clip, da kommt ein Blei rein, in dem Fall jetzt 140 Gramm für einen vernünftigen Hakeffekt und natürlich auch ein hohes Gewicht, wenn ich die Ruten auf Distanz von 100 Meter ablege, dass ich die Bleien nicht verziehen. Daran kommt ein 15 cm langes Vorfach geknotet und das Wichtigste beim Angeln im Winter ist wirklich die Wahl des Köders. Ich habe jetzt hier einen kleinen 15 mm großen Pop-Up-Boilie, den habe ich gedippt in ein fruchtiges Aroma, das ist in dem Fall ein Ananas-Aroma. Und das habe ich getoppt nochmal, den Boilie, mit einem kleinen Gummimaiskorn. Auch das Gummimaiskorn habe ich über mehrere Tage in diesem Dip eingelegt, damit das Aroma schön aufnimmt und der Köder unter Wasser stark duftet. Im Winter ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, dass die Dips auf einer Alkoholbasis konzipiert sind. Alkohol löst sich auch bei kaltem Wasser noch gut aus den Ködern, das funktioniert mit einem Dip auf Ölbasis nicht mehr, weil das Öl unter Wasser verklumpt, konglomeriert und sich aus dem Köder nicht mehr gut lösen kann. Insgesamt verwende ich eher kleine Köder. Wie gesagt, jetzt hier ein 15 mm Pop-Up-Boilie. Große Murmeln wie ein 24 mm Boilie setze ich im Winter so gut wie gar nicht ein. Das sind kleine, auffällige Köder und damit klappt es dann. Und damit hat es ja auch schon explizit jetzt auf dieser Tour ganz gut geklappt. Ich habe jetzt gerade schon einen Köder gezeigt, den ich im Winter gerne einsetze. Das ist wie gesagt ein kleiner
auffälliger, bunter, 15 mm großer Boily als Pop-Up-Montage. Den können die Fische schnell finden, gut lokalisieren. Das ist immer ein großer Vorteil, wenn wir mit solchen Ködern fischen. Aber natürlich nicht nur die Köder interessant, sondern auch das Futter, was ich einsetze. Zum einen jetzt hier Crispy Carp. Das ist ein Futter, was sehr grob ist. Das ist extra ein Futter, was auch für Karpfen entwickelt worden ist aus dem Browning-Programm. Da greife ich dann zurück auf eine Range, die eigentlich für Stippfischer gemacht ist. Aber wie gesagt, im Winter bei kalten Temperaturen arbeite ich sehr, sehr gerne mit Trockenfutter, weil das unheimlich hohen Lockeffekt hat. Ein Kilo reicht dafür zwei Ruten vollkommen aus. Weil ihr braucht im Winter wirklich nur ganz wenig Futter. Die Zubereitung ist auch ganz einfach. Ihr nehmt euch einfach eine Tüte Futter, packt die in großen Eimer rein. Hier sieht man es jetzt schon gut. Hier sind große, grobe Stücke drin. Das ist für den Karpfen immer interessant. Arbeitet nicht mit zu feinen Mehlen, die explosiv sind. Da lockt ihr euch nur die Brassen und die Rotaugen mit auf den Platz. Und ihr wollt ja explizit große Winterkarpfen fangen. Also ein Futter, ein Kilo mit groben mit einer groben Körnung. Dann setze ich ein aus dem Quantum C-Bereich, das ist jetzt hier ein Aroma, ein Schellfisch-Aroma, also ein kräftiges. Da gebe ich eine ganze Portion mit in das Futter rein. Das hat einfach den Vorteil, dass meine Futterballen dann extrem stark riechen und die Fische schneller darauf aufmerksam werden und ich die natürlich dann auch zum Hakenköder gelockt kriege. Also aus dem C-Bereich jetzt hier ein Aroma, was ich in den Eimer mit reingebe. Ins Futter. So. Dann brauche ich noch einen Schuss Wasser. Einmal kräftig durchrühren. Achtet darauf, wenn ihr das Futter zubereitet, dass das wirklich komplett mit Wasser aufgesogen ist. Nicht, dass ihr auftreibende Partikel habt. Auch da habt ihr den gleichen Effekt. Dann kommen nur wieder die Brassen und die Rotaugen auf den Platz und machen euch das Leben schwer. Die wollt ihr ja nicht fangen, sondern wie gesagt die Karpfen. Das Futter lasse ich jetzt ein paar Minuten stehen, damit das Wasser auch nochmal komplett aufnimmt. In der Zeit möchte ich euch zeigen, was ich noch an Ködern einsetze. An Boilies habe ich jetzt zwei verschiedene Sorten mit. Einmal Wubby Dubby aus der Radical Range und Yellow Zombie. Das sind zwei Sorten, die ich schon das ganze Jahr teste, mitentwickelt habe im Quantum-Bereich oder für Quantum. Und die haben wir an ganz vielen Gewässern eingesetzt. Und das sind Sorten, die ihr auch wirklich sehr gut im Winter fischen könnt. Gerade Wubby Dubby ist ein Boilie, den zeige ich euch jetzt, der auf einer komplett natürlichen Basis aufgebaut ist. Und die Besonderheit bei Wubby Dubby ist, das sind jetzt, seht das hier eine Tüte, das sind noch Prototypen, die ich hab. Da sind ganze Fischstücke mit drin. Und diese Fischstücke haben einfach den Vorteil, dass die Köder extrem stark riechen. Im Winter setze ich oft Köder ein, die Aromastoffe gut ins Wasser abgeben, die Fische auf den Platz locken. Gerade im kalten Wasser haben wir halt das Problem, dass sich Aromastoffe nicht so gut lösen. Und dann setze ich immer Köder ein, die von Haus aus schon extrem stark riechen. Also in dem Fall jetzt die Wubby Dubby, die andere Rute, die bestücke ich mit Yellow Zombie. Und auch bei Yellow Zombie ist es so, dass das ein Boilie ist, der auf natürlichen Aromastoffen aufgebaut ist. Ihr seht das hier sehr gut, wir haben ganze Ananasstücke in dem Boilie mitverarbeitet. Es ist oft dieses Gerücht im Raum, dass man im Winter mit süßen Boilies nicht gut angeln kann oder beziehungsweise nicht gut Fische fängt. Das ist vollkommener Quatsch. Im Winter fressen die Karpfen genauso süße Boilies wie im Sommer auch. Es gibt auch überhaupt keinen Grund, warum die Fische im Winter keine süßen Boilies fressen sollten. Das sind jetzt Boilies in der Größe von 20 mm, die halbiere ich mir. Ihr braucht auch nicht viele. Wenn ihr auf einen Spot 20, 30 teilweise halbierte und gefittelte Boilies gebt, dann reicht das vollkommen aus. Dabei kommen noch 5 Ballen Trockenfutter und ein paar Partikel und dann ist das genug. Ja, welche Köder setze ich ansonsten noch ein? Ich habe jetzt hier, das ist der Dip dazu, der passende auch, Yellow Zombie. Ein ganz süßes Aroma, ein Ananas-Aroma auf einer Alkoholbasis aufgebaut, was sich gut im kalten Wasser löst. Anderes Aroma, was ich auch immer wieder gerne einsetze. Ihr riecht es jetzt leider nicht, aber es ist wirklich, wirklich relativ stark riechen. Das ist ein Knoblauch-Aroma. Knoblauch finde ich auch ein klasse Köder, setze ich gerade im Spätherbst ein, im Winter, aber auch im zeitigen Frühjahr habe ich schon super Erfolge drauf gehabt. Und ja, ihr seht es, alles bunt. Es sind grüne Köder hier drin, orangene, neonpinke. Das sind alles kleine Boilies, die von den Fischen aber dennoch gut visualisiert werden durch die bunte Farbe und gleichzeitig auch durch den starken Knoblauchgeruch.
Das sind meine absoluten Lieblingsköder. Die setze ich im Winter viel ein. Ich habe mir jetzt in das Trockenfutter noch zwei Hände Partikel mit zugegeben. Das ist ein ganz bunter Mix aus Mais, aus Weizen, Hanf ist da drin. Da sind ein paar Tigernüsse mit drin. Partikel sind aber grundsätzlich, haben grundsätzlich immer einen hohen Kohlenhydratanteil. Kohlenhydrate sind klassische Köder für die Sommerangelei. Im Winter sättigen die unheimlich stark. Deswegen geht maximal auf ein Kilo Futter wirklich zwei große Hände Partikel. Das reicht vollkommen aus. Das Ganze rühre ich kräftig durch. Das heißt, die Partikel, die fütter ich also nicht lose, sondern auch punktgenau in den Futterballen. Und danach mache ich mir, wie gesagt, große Ballen in so eine Größe wie eine Apfelsine. Die sind schwer, die gehen komplett bis zum Gewässerboden runter und lösen sich da erst auf. Das ist wirklich absolut ideal für die Angelei auf Karpfen im Winter. Auf den Punkt gebrachtes Futter, die Rute drauf. Und dann müssen wir einfach noch auf den Fisch warten, bis der Biss kommt. Also ich mache mal jetzt 5 Futterballen fertig. Dann nehme ich mir eine Handvoll Boilies mit. Dann gehen wir aufs Boot und legen die erste Rute ab. Ja, wir sind hier unterwegs auf einem oder an einem Baggersee. Und diese Baggerseen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie unheimlich strukturreich sind. Hier wurde halt abgegraben, aber das Ganze hat noch nicht computergesteuert. Das heißt, es sind immer wieder Plateaus entstanden beim Abgraben. Und im Sommer angel ich genau oben auf diesen Plateaus, weil da Wasserpflanzen drauf sind. Da akkumuliert sich Nahrung. Das sind die natürlichen Zugrouten der Karpfen. Jetzt im Winter sind die Fische ganz unten am Boden, in den tiefen Löchern, weil wir dort das wärmste Wasser haben. Und das ist ganz wichtig, dass ihr im Winter in diesen tiefen Löchern angelt. Da halten sich die Fische auf und da stehen die teilweise über mehrere Tage drin und bewegen sich wirklich nur ganz, ganz wenig. Und da müssen wir angeln. Und so ein Loch suchen wir gerade. Ich habe ein Echolot hierbei. Sind jetzt losgefahren, knappe 70 Meter vom Ufer entfernt. Und wir kommen gerade, wir sind gerade über ein Plateau drüber gefahren. Das zeige ich euch jetzt mal. Wenn wir jetzt hier tiefen, das sind schon mit so die tiefsten Ecken, die wir in dem See haben. 7 Meter. Es geht hier teilweise bis 8 runter. Und jetzt will ich euch einmal so ein Plateau zeigen. Hier kommt nochmal eine richtige Kante. Jetzt geht es hoch von 6 Meter auf 5,40 Meter, 4,80, 4,50, 4,30. Und jetzt haben wir auch schon die 3,20 Meter. Wir sind also oben auf dem Plateau. Auf der anderen Seite fällt es sofort wieder runter. In die nächste tiefe Rinne mit 7 Metern. Und in diesen Rinnen, da halten sich im Winter die Fische auf. Im Sommer angel ich immer oben oder oft oben auf den Tops von den Plateaus. Aber jetzt müssen wir tief angeln. So, jetzt suche ich mir einen tiefen Punkt hier. Das dauert einen Augenblick. 7 Meter, 7,10 Meter. Ich bin in den letzten Tagen, ich bin schon 3 Tage hier am Wasser unterwegs, schon viel rumgefahren, habe mir die Strukturen angeguckt. Über 7,20 Meter oder tiefer als 7,20 Meter habe ich hier nichts gefunden. Und dann müssen wir in diesem Seetal wirklich genau da angeln. Hat bis jetzt auch wunderbar geklappt. Wie gesagt, gestern Nacht noch einen richtig großen Fisch von über 40 Pfund gefangen, ganz unten am Fuß der Kante, am Plateau, wo es warme Wasser halt oder verhältnismäßig warme Wasser im Winter halt sich dann sammelt. Damit ihr die Plätze immer punktgenau wieder findet und nicht auf einem großen Radius mal hier und da einen Futterballen über mehrere Tage versenkt, ist es wichtig, dass ihr euch die Plätze wirklich hundertprozentig abmarkert. Der Marker muss super verankert sein, der darf sich auch nicht mehr wegbewegen, weil da halt immer dann genau das Futter drauf kommt. Ich fütter in der Regel einmal am Tag. Das reicht vollkommen aus. Das Futter liegt da, wenn die Fische kommen, dann kriegt ihr auch den Biss. Ist ja nicht viel Futter da. Das heißt, die Fische, die stolpern praktisch über euren Köder. Auf der linken Seite habe ich jetzt direkt neben mir hier einen Marker liegen. Das ist einfach ein Stück Schaumstoff, das ich mir aus einer Pudelmühle geschnitten habe. Das ist eine ganz günstige Alternative. Und da habe ich Reflektorfolie drauf geklebt. Das ist immer gut, dass ihr, wenn ihr nachts raus müsst, euren Marker schnell findet und euren Angelplatz schnell findet. Nicht, dass ihr den Marker nicht seht und bei den kalten Temperaturen noch eine Viertelstunde auf dem See rumfahren müsst. Da liegt der Marker und das ist genau der Fuß der Kante. Da haben wir jetzt die 7 Meter, also der tiefste Bereich hier im See. Da fahre ich jetzt genau hin und lege genau daneben meine Rute ab. So, den Köder habe ich euch gerade schon vorgestellt. Wir hatten 15 mm großer Boilie, in dem Fall mit einem Ananas-Dip, schön süß. Und die Rute kommt jetzt punktgenau, wird jetzt an den Marker abgelegt.
Ich achte da immer drauf, dass ich das Blei bei gestraffter Schnur absinken lasse. Das hat den Vorteil, dass der Köder dann schräg hinterhergezogen wird und ich so ziemlich sicher sein kann, dass sich da nichts vertüddelt hat. Gerne verwende ich im Winter auch PVA-Säcke, aber das ist bei den Umständen momentan absolut unmöglich. Es regnet, wie gesagt, aus Strömen und bis ich mit dem PVA-Sack hier auf dem Wasser bin und habe das abgelegt, hat sich der schon wieder aufgelöst. Das ist mir viel zu kompliziert. Da angle ich lieber punktgenau mit Marker. Das klappt genauso gut. Futterballen habe ich jetzt 5 Stück mit. Das sind ungefähr 400 Gramm Trockenfutter. Und jetzt sehe ich auch sehr schön, wie meine Schnur wirklich senkrecht bis zum Gewässerboden runterläuft. Und so kann ich wirklich hundertprozentig und punktgenau füttern. Die Baggerseen, die sind glasklar. Gerade im Winter, wenn das Wasser kalt ist, haben wir halt kaum noch Algen im Wasser drin. Haben wir Sichttiefen hier von 4 Meter. Und da sieht man richtig schön, wie das Futter zum Grund runtersinkt und dann genau neben meinem Köder im Endeffekt landet. So, hier habe ich noch ein paar Wubby Dubby Boilies. Da kommen jetzt, wie gesagt, 20 Stück drauf. Die verteile ich hier am Fuß der Kante. Ja, die Rute ist abgelegt. Ein bisschen Futter ist auf dem Platz. Das reicht vollkommen aus. Wir haben jetzt Nachmittag. Die Rute lasse ich da jetzt auch liegen. Die werde ich sicherlich bis morgen früh nicht mehr kontrollieren. Im Winter dauert es halt einfach, bis wir die Bisse kriegen. Da muss man Geduld mitbringen am Wasser. Und ja, wenn es schlecht läuft, hole ich die Rute halt morgen raus, beköder sie morgen früh neu. Und im idealsten Fall fange ich da drauf natürlich einen Fisch vorher. So, es geht zurück. Beim Zurückfahren achte ich darauf, dass ich die Schnur die ganze Zeit gestrafft habe. Das heißt, ich fahre im Prinzip mit offenem Rollenbügel zurück. Und das mache ich deswegen, dass ich halt keinen großen Schnurbogen in die Schnur bekomme. Wenn der Fisch dann den Köder aufnimmt und schwimmt damit weg, dann habe ich halt sofort den Biss und das Signal am Bissanzeiger 1:1 übertragen. Das ist halt besser, als wenn ich einen riesen Bogen da drin habe. Also, beim Zurückfahren immer darauf achten, dass die Schnur gestrafft ist und dass ihr geradlinig zurückfahrt. Ja, die Rute liegt jetzt da, wo sie hin soll. Das auf 7 Meter Tiefe. Jetzt bin ich zurückgefahren. Und den nächsten Schritt werde ich jetzt die Hauptschnur vorne absenken. Das mache ich deswegen, weil ich hier mit dem Boot unterwegs bin, mit dem E-Motor. Und wenn die Schnüre an der Oberfläche am Angelplatz entlang laufen, habe ich das Problem, wenn ich nachts raus muss und habe einen Fisch, dass ich schnell in die anderen Routen reinfahre mit dem E-Motor. Und das ist immer ein Riesenchaos, wenn das passiert, weil sich die Schnur ruckzuck in diesen E-Motor reinzieht. Also senke ich meine Schnüre einfach ab. Das funktioniert ganz einfach. Ihr habt den Clip. So ein Absenkblei, der wird geschlossen und jetzt läuft dieses Blei auf der Hauptschnur. Wenn ein Fisch beißt und ihr die Rute hochnehmt, dann klippt er sich automatisch raus und ihr habt dann natürlich auch freie Schnur und könnt den Fisch drillen. Das Absenkblei lasst ihr am besten auch runter mit geöffneter Rolle, damit das komplett bis zum Boden durchsinkt. Dann lege ich meine Rute ab. Freilauf rein. Und jetzt heißt es warten. Ja, trotz der widrigen Umstände, des schlechten Wetters, wir haben die letzten 3 Tage durchgeangelt und es hat gut funktioniert. Wir konnten gute Fische fangen, hatten mit den Methoden, so wie ich euch das gerade gezeigt habe, alles geklappt. Was dabei rumgekommen ist, das zeigen wir euch jetzt nochmal. Ja Leute, 3 Tage Dauerregen, es reicht. Temperaturen sind super kalt, wir packen ein. Unsere Sachen sind alle durch, Schlafsäcke sind nass, Zelte sind nass, die Klamotten sind nass. Und gerade beim Einpacken pfeift nochmal eine Rute ab. Absolut grandios, 2 schöne Fische. Konnte ich schon fangen und hier kommt der dritte. Absolutes super Ergebnis für die Angelei im Winter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.